Grüß Gott, liebe Gäste. Grüß Gott. Im Namen des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wildungen darf ich die Herzen von unserem Oktoberfest hier in der Wandelhalle zu Reinhardshausen grüßen. Ich freue mich von hier oben das beeindruckende Bild, was die vollbesetzte Wandelhalle hier heute Abend bietet. Ich möchte natürlich jedem Einzelnen für sein Kommen auch danken. Besonders freue ich mich aber, heute Abend begrüßen zu dürfen unseren Bürgermeister Ralf Gutheil mit Gattin und Tochter. Wunderschönen guten Abend. Den ersten Stadtrat, Hartmut Otto, werden wir heute in Aktion erleben. Wunderschönen guten Abend. Auch einen wunderschönen guten Abend an unseren Altbürgermeister, Herrn Reinhard Grieneisen. Wir verlassen die Politik und wechseln ins Feuerwehrwesen. Einen wunderschönen guten Abend an unseren ehemaligen Stadtbrandinspektor, Lebensgattin Udo Paul. Ja, und natürlich Ihnen auch allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend auch nochmal von meiner Seite im Namen der Musiker des Vorstandes. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch mit ein, zwei Sätzen noch einmal persönlich an Sie wenden. Ich bin im Vorfeld gefragt worden, Mensch, geht das überhaupt, kannst du das vertreten bei dem aktuellen Weltgeschehen, was los ist? Da ist man ja ein bisschen beunruhigt. Corona hat uns noch im Griff. Kann man da überhaupt Musik machen und Spaß haben? Und ich habe mir die Frage ganz schnell, ja, können wir beantworten können, denn wir Menschen, wir haben immer Musik gemacht, sei es zu traurigen Anlässen, sei es zu fröhlichen Anlässen, dass wir heute Abend hier sitzen können. Das ist ein schönes Bild. Wir haben natürlich extra für Sie die schönsten Stühle aus der Bildung geholt, dass Sie bequem sitzen und nicht auf den Bänken. Wollen wir uns doch auf die Werte besinnen, die wichtig sind, Freundschaft, dass es uns gut geht und dass wir mit der Musik vielleicht ein paar Stunden vergessen können. Ich sehe nur, wir haben einen riesen Fauxpas. Die haben mir Diätbier gegeben, sehe ich. Das ist natürlich nicht so schön. Da muss ich mal da hinten an die Theke gucken. Theke ist ein gutes Stichwort. Trinken Sie bei unserem Oktoberfest. Es war damals, wo Beethoven und Mozart in Mode waren. Da wurde konzertiert und da lief das ein bisschen anders. Also da saßen die Leute jetzt nicht. Da gab es schon die erste Rauferei, gerade wenn Bach gespielt hat. Die Toiletten sind natürlich offen. Es gibt einen kleinen Imbiss. Und mir bleibt eigentlich nur eins zu sagen, im Namen der Musiker, der Musikerinnen, heute Abend hier schön, dass Sie da sind. Wir haben so manche Überraschung, ich da nach rechts gucke, aber ich will es noch nicht verraten, von Ihnen aus natürlich nach links. Freuen Sie sich auf einen schönen Abend. Solistisches ist dabei, Überraschendes ist dabei. Und ich bin mir ganz sicher, spätestens in der Pause werden wir den einen oder anderen zusammen anstoßen. Und Sie haben unsere Mädels vielleicht eben schon gesehen, unsere Marketenderinnen, die haben sich ganz besonders hübsch gemacht heute. Die Herren, das gilt natürlich auch für die Damen. Thank you.
So. Zum Wohle. Jetzt ist er ortshaftig. Mm-hmm.